Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar bin ich wieder unterwegs mit, also was heißt unterwegs, wieder unterwegs mit auf einer Lost Place Tour. Mit dabei ist diesmal der Jens. Ja, und wir haben hier ein altes, verlassenes, ja, ich würde mal sagen Kieswerk oder sowas in der Richtung gefunden. Und das ist schon echt sehr beeindruckend. Wenn ihr euch das mal so anschaut, also wir sind schon von unten nach oben durchgelaufen, stehen wir ganz oben am Dach. Und das ist schon echt wirklich heavy, wenn ihr euch das so anguckt. Vor allen Dingen ist es schon eine ganze Zeit lang verlassen, weil wenn ihr euch das da unten anschaut, ja, ist schon überall Moos. Und was ich total geil finde, das zeige ich euch jetzt mal. Und das hier. Das hier ist total krass, oder? Ein alter Schrank, der einfach so noch drüben steht. Ja, wo wir jetzt dann die Treppen raufgelaufen sind, die haben nicht mehr den stabilsten Eindruck gemacht. Aber gibt viel zu entdecken. Also das hier ist jetzt zum Beispiel, wie gesagt, das obere Stockwerk. Ist schon sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen. So, schauen wir mal, dass wir wieder runterkommen, ohne das alles zusammengedacht. Ne? Schaut euch das an, Alter. Das ist ja total crazy. Ja, die letzte ist kaputt, habe ich gesehen beim Rauflaufen. Das ist schon komplett durch, ne? Wenn ich das mal so anschaut. Das hier ist ein altes Silo. Die Silos sind von unten offen, da haben wir auch schon mal reingeschaut. Was seht ihr, das ist so ein altes Silo. Und vorne steht auch Einsteigen ins Silo ohne vorherige Absprache ist verboten. Das ist schon komplett derb. Schaut euch das mal an. Das ist schon echt heavy, so ein komplett altes, ja, ich würde mal sagen, Kieswerk. Wow. Das war nicht so toll, Alter. Guckt euch das an, da geht's runter. Und ganz da unten kommen wir. Wahnsinn. Ist schon alles ziemlich verrostet. Wirklich Informationen dazu, wann es jetzt verlassen wurde oder so, habe ich ehrlich gesagt gar nichts. Also ich kann es euch nicht sagen. Schaut, da habe ich schon total Moos. Hier ist ein alter Balken, der runtergefallen ist. Dann, wie ihr sehen könnt, rostet alles schon vor sich hin. Aber doch sehr beeindruckend, wenn man mal sieht, wie so eine alte Industrieruine mehr oder minder ausschauen kann. Ne? Schon komplett beeindruckend. Guckt euch die Silos an, Alter, wie groß sie sind. Da geht's runter. Seht ihr mal, was da eigentlich geleistet worden ist hier, ne? Schon komplett verrückt. Schon der helle Wahnsinn. Ja, und das ist jetzt wieder ein Lost Place, der direkt bei uns um die Ecke ist, sagen wir es mal so. Hier steht es nochmal, ne? Eigenmächtiges Einsteigen in die Silos verboten. Ja, nehmen wir euch doch mal mit. Runter, wenn ihr jetzt schaut, da drüben zum Beispiel. Mal rausschauen. Hier sind noch alte Dinger. Hier drüben ist noch ein komplettes Wohngebiet. Ja. Und jetzt geht es mal hier wieder runter. Das ist schon echt da. Wahnsinn. Dann schauen wir uns mal hier unten. Hier hinten ist auch noch so ein alt, ja, im Endeffekt wie oben auch, altes Silo. Wenn einige von euch wissen, was das hier ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das sind diese Säcke hier. Ich habe keine Ahnung, für was das verwendet worden ist. Und auf jeden Fall ist schon beeindruckend die Location. Wenn wir erst hergefahren sind, haben wir erst gedacht, das kann überhaupt gar nicht Lost sein. Aber dann sind wir hintergefahren und haben wir das gesehen. Also dass es dann dennoch Lost ist. Weil ein Teil des Geländes scheint dann
Was heißt scheint, wird anscheinend noch genutzt. Ich finde es schon total derb. Ja, von da oben sind wir gekommen. Von hier. Ganz oben bricht auch schon die Decke runter. Also das ist jetzt nicht mehr ganz so toll und heavy, würde ich sagen. Auch wenn man jetzt die ganzen Stufen hier runter geht, ist das Ganze nicht mehr so, ja, wie soll man sagen, sicherheitserweckend. Das seht ihr ja hier. Hier ist das Ding komplett weggerostet. Da hinten ist noch ein alter Arbeitsplatz. Hier ist noch ein alter Stuhl. Hier noch die alten Silos. Hier hinten geht es dann auch weiter. Da ist auch ein Riesenloch, ne? Also anscheinend auch schon was runtergefallen. Laufen wir am besten nicht weiter runter. Also hier zumindest. Da hinten. Also ist schon sehr beeindruckend. Ich glaube, da sind wir raufgekommen. Genau. Hier unten geht es dann weiter, was sehr interessant ist. Man schaut hier unten, ne? Alles voller Wasser. Das Wasser ist aber kristallklar. Das Wasser ist wirklich kristallklar. Ja, also ist schon eine geile Location. Hinten sind noch die ganzen alten, ja, ich sag mal, Sachen zum Einschalten, alter Stuhl. Da hinten sind noch. Ja, das ist nicht so stabil. Aber hier ist auf jeden Fall noch die alte Anlage zum Einschalten. Hier sind noch alte Säcke. Auf jeden Fall war es mal ein Kalkwerk. Oh, alte Säcke hier, Naturkalkwerk. Mhm. Naturkalkwerk war es mal. Hier hinten ist auch noch ein Teil der alten Maschinen. Hier. So, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und folgt mir auf Instagram, Facebook und natürlich YouTube. Würde mich sehr freuen. Man sieht sich. Bis dann. Haut rein.